Düsen Tekkal, Kämpferin für Menschenrechte. Die Journalistin Düsen Tekkal beschließt, zu ihren jesidischen Wurzeln in den Irak zu reisen. Doch der Islamische Staat ist zuerst da. Sie macht sich trotzdem auf den Weg und wird Zeugin eines Genozids. Mut heißt es einfach zu tun, an der Seite des Handelns zu stehen. Seitdem trägt sie das Schicksal ihres Volkes in die Welt. Als Dokumentarfilmerin, Stiftungsgründerin, Autorin und Botschafterin von Menschenrechten. Düsen, wie schön. Wir sitzen unter Kristallkronleuchtern in Potsdam. Herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. Und es ist ja wirklich wunderschön hier. Ja, ich sehe uns auch ein bisschen in zwei Ballkleidern hier rumkreisen. Stattdessen dürfen wir ein Gespräch miteinander führen, was ich in dieser Zeit besonders finde. Ich kann übrigens auch besser reden als tanzen. Düsen, sag mal, was war in deinem Leben das Wichtigste oder das, was zum meisten Umbruch geführt hat? Oder das, wo du sagst, das prägt mich auch, so wie ich heute bin? Ich glaube, es waren zwei Dinge. Einmal als junges Mädchen in einer kurdisch-jesidischen Familie groß zu werden, also auch in einer teilweise ja, patriarchalischen Kultur. Und dort meinen Weg zu finden und mich nicht entscheiden zu müssen zwischen Freiheit und Familie. Und es gab diese Punkte, die sehr schmerzhaft waren. Und mich da durchgesetzt zu haben, weil ich immer dachte, das wirst du nie schaffen, dass du beides hast. Du wirst irgendwann eine Entscheidung treffen. Und für mich war klar, dass die Entscheidung, wenn ich eine treffen muss, am Ende für meine Freiheit getroffen wird und nicht für das sozusagen kollektive Gemeinwohl. Und das ist natürlich grausam für jemanden, der seine Familie so abgöttisch liebt. Und das erzähle ich deswegen so ehrlich, weil ich glaube, dass es auch heute noch ganz viele Mädchen da draußen gibt, ja, denen wir nicht ansehen, dass sie sich entscheiden müssen. Ja. Und mein größtes Vorbild ist meine Großmutter, die ist 107 Jahre alt geworden. Und die war die war großartig. Knallrote Haare, tätowiert, die hat geraucht, die hat getrunken. Die war im Leben, die war furchtlos. Und die ist mein Ankerzentrum. Und die ist sozusagen wirklich aus der Stammfamilie, das ist die Mutter von meinem Vater gewesen, hat an der türkisch-syrischen Grenze gelebt. Wenn du so ein Vorbild hast, ich finde, dann kann man gar nicht anders. Und deswegen war die Emanzipation in einer kurdisch-jesidischen Familie für mich einer der wichtigsten Punkte meiner Biografie. Aber nicht nur meine Emanzipation, sondern auch meine Eltern mitgenommen zu haben auf diesem Emanzipationsweg. Also das heißt, die haben sich mit emanzipiert oder wie meine Schwester Tuba sagt, wir sind vorgerannt und die sind dann hinterher gerannt. Und so hat es dann hinterher doch noch sowas wie ein Happy End gegeben. Weil alle in Bewegung gekommen sind. Weil alle in Bewegung gekommen sind. Mhm. Und mein life-changing Moment und die mutigste Entscheidung meines bisherigen Lebens war sicherlich auch meine Entscheidung, in einen Krieg aufzubrechen und ja, mein sicheres Leben in Deutschland hinter mir zu lassen. Das war im August 2014, als die IS-Schergen im Irak in die jesidischen Dörfer eingefallen sind, am 3. August, vom 2. auf den 3. Und als sie im Grunde genommen Blutbad eröffnet haben, als sie alte jesidische Männer enthauptet haben, als sie die Frauen direkt erschossen haben in den Massengräbern und junge Frauen, junge jesidische Frauen entführt haben und verkauft haben. Und diese Bilder haben mich dann in Deutschland sozusagen telefonisch erreicht, weil sich Angehörige gemeldet haben, die gesagt haben, Ferman, Hawar, und das heißt Völkermord. Und als Angehörige einer Religionsgemeinschaft, die verfolgt wird, seitdem es sie gibt, wissen wir, was Hawar bedeutet. Wir sind damit aufgewachsen. Das ist ein Synonym für Hilfe und Völkermord, weil es uns unzählige Male passiert ist. Und diese Sätze haben mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe sehr schlecht geschlafen in dieser Nacht. Und dann habe ich einen meiner besten Freunde damals angerufen, Karl, und habe gesagt, Karl, das passiert gerade mit unseren Leuten im Irak. Was soll ich tun? Soll ich hinfahren oder soll ich es lassen? Und der hat zu mir gesagt, und das klingt jetzt heute fast zynisch, also ich kann mir für eine Journalistin keinen besseren Tod vorstellen. Und dann haben wir gelacht und ich habe zu ihm gesagt, kein Wunder, du bist ja auch fast schon 100, aber ich hänge noch am Leben. Was er mir damit eigentlich sagen wollte, war, lebst du schon oder wirst du noch gelebt? Und warum bist du denn Journalistin geworden? Warum bist du gesellschaftspolitisch geworden? Weil dein Vater dich an die Hand genommen hat und weil du weißt, wo du herkommst und weil du immer für den Erhalt deiner Religionsgemeinschaft gekämpft hast. Dann kannst du jetzt, wo die Weltöffentlichkeit zum ersten Mal durch die grausamen Bilder des IS davon erfährt und im Zeitalter der Digitalisierung die Bilder aus den Sinjar-Gebirgen in Echtzeit übertragen werden, dann kannst du jetzt nicht kneifen.
Aber das du hast alles riskiert. Das war ein Druck und ich habe alles riskiert, indem ich die Entscheidung getroffen habe. Und meine Familienangehörigen sind durchgedreht. Meine Mutter hat geweint. Wie kannst du diesen Krieg zu uns nach Hause holen? Denn ich hatte den Krieg in dem Moment, wo ich mich dazu entschlossen habe, dorthin zu fahren, nicht nur zu mir, sondern auch in meine Familie geholt. Für die war das noch viel schlimmer, im Nachhinein. Mhm. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht in den Irak. Und ich habe keinen Kameramann gefunden. Und der mitkommt. Der mitkommt. Und am Ende habe ich dann doch noch jemanden gefunden. Und dann wurden die Flüge auch abgesagt. Lufthansa ist dort nicht mehr hingeflogen. Es war der gefährlichste Ort der Welt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das war 2 Wochen, nachdem James Foley enthauptet wurde. Und dann haben wir umgebucht auf Austrian Airlines. Das wurde am selben Tag abgesagt. Das heißt, es passierten immer wieder Dinge, die mich daran erinnert haben, Achtung, gefährlich. Mhm. Aber auch, Achtung, bist du wahnsinnig? Mhm. Warum machst du das? Und ich habe es immer wieder überhört und habe gesagt, nein, das war jetzt kein Zeichen. Wir machen weiter, weiter, weiter. Und warum hast du weitergemacht? Weil ich dahin musste. Ich war Journalistin geworden, um über meine Religionsgemeinschaft und meine Geschichte zu berichten. Eine Geschichte, die wohlgemerkt niemanden da draußen interessiert hat. Die Jesiden, wer ist denn das? Mhm. Aber der IS hat uns zu trauriger Berühmtheit gebracht. Plötzlich wurde die Geschichte, die ich in Friedenszeiten erzählen wollte, erzählbar für die ganze Welt. Und da war mir klar, das ist dein Weg, Düsen. Jeder hat seinen Weg. Das ist die Aufgabe, für die du geboren bist. Und das soll jetzt nicht pathetisch klingen, aber so war das. Das habe ich gespürt und ich wusste, dass es mich ein Leben lang quälen würde, wenn ich diesen Weg nicht gehe. Da war ein Urvertrauen und da war die Kraft, die mir gesagt hat, ich muss das jetzt machen. Und ich bin keine Hasardeurin. Ich liebe das Leben. Und dann sind wir aufgebrochen. Und dann sind wir mit Turkish Airlines hingeflogen. Und beim Landeanflug auf Erbil, wir sind dann damals über die kurdische Region rein, wurde das Licht ausgemacht. Und ich habe gefragt, warum machen sie das Licht aus? Und dann meinten die, damit wir nicht beschossen werden. Das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, Düsen, bist du eigentlich irre. Da sind wir angekommen, nachts, im Regen, und mussten Mosul überqueren. Und Mosul war damals eingekesselt vom IS. Und alleine diese Schilder zu lesen, das war schon irgendwie ganz heftig. Und dann kamen wir in einem Hotel an, was sich auf Luxus geschminkt hatte, aber schon sehr alt war. Und dann habe ich einen Fehler gemacht, den ich nie wieder gemacht habe. Ich habe angefangen, über diesen Ort zu googeln, wo ich war. Und dann ging das Zittern los. Und dann lag ich da und dachte nur, oh Gott. Und dann habe ich mich gefragt, wie können die Menschen schlafen? Hier ist Krieg. Ich konnte nicht schlafen. Und habe ich gemerkt, oh, jetzt steigerst du dich rein. Ich war ja keine Kriegsberichterstatterin. Ich hatte ja kein Krisentraining, nichts. Und dann ist was ganz Spannendes passiert. Ich bin am nächsten Morgen aufgebrochen in die, ich will sagen, Zeltstätte mit Menschen. Und in dem Moment, wo ich sozusagen die Menschen getroffen habe, die gerade aus den Sinjar-Gebirgen geflohen waren, war ich mitten drin. Und dann habe ich mich vergessen. Und das war gut so. Dann habe ich mich vergessen, weil dann hatte ich keine Kopfprobleme mehr im Sinne von, oh Gott, ich steigere mich rein. Nein, 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 da musste ich funktionieren. Dann wurde ich gebraucht. Und dann ging es los. Also es war über 50 Grad. Ein Schicksal jagte das nächste. Heulkrämpfe. Du hast diesen Völkermord, der war in der Luft. Du hast es gerochen, die Angst. Ja, du hast es gespürt, du hast es gesehen in den Gesichtern. Und ich habe noch eine Erfahrung gemacht. Am Anfang des Krieges sagen alle die Wahrheit. Aber irgendwann werden diese Geschichten geschönt. Das heißt, diese ersten 4 Tage im August 2014, die ich dort dokumentiert habe mit meinem Team, die waren pure Wahrheit. Es ist aus den Menschen herausgesprudelt. Ich habe viele dieser Menschen hinterher noch mal wieder getroffen. Dann hörten sich die Geschichten auf einmal ganz anders an. Aber im Angesicht des Todes packst du aus. Well, today America is coming to help.
Das geht nicht. Egal wer da hingeht, er wird heulen. Egal wer. Ich hatte meine Aufgabe gefunden. Ich musste durch meine deutsch-europäische Brille mit kurdisch-jesidischen Wurzeln über diesen Völkermord berichten und ihn mit nach Deutschland bringen. Und dann die Menschen konfrontieren, die von Demokratie und Rechtsstaat und Sicherheit sprechen und fragen, wo die Menschlichkeit geblieben ist. Darum ging's. Du und deine Projekte, das kann ich mir gar nicht getrennt vorstellen, weil es so mit dir verstrickt und verknüpft ist. Wie lebst du? Wie sicher lebst du? Wie gut lebst du, seitdem du diese mutige Entscheidung getroffen hast? Ich bin ganz ehrlich, das war nicht immer einfach. Es ist nicht immer einfach. Und gerade die ersten Jahre waren besonders schlimm. Denn der Krieg hörte ja nicht auf, nur weil wir den Irak verlassen haben. Sondern dann begann sozusagen eine neue Form auch von Kampf, nämlich den gehört zu werden, wahrgenommen zu werden, ernst genommen zu werden, gesehen zu werden und Hilfe zu bekommen. Ja? Insofern habe ich auch ein Stück weit von mir auf, ja, ich will nicht sagen aufgegeben, aber schon auch verschlossen, verschenkt. Und das hat dazu geführt, dass ich auch ein bisschen Mitgefühl hatte mit mir, das erste Mal, weil ich habe mir das vorher nie erlaubt, da waren die anderen immer wichtiger. Mitgefühl dahingehend, was ich alles getragen habe zu dieser Zeit. Und das hat man mir auch angesehen übrigens. Ich sah nicht gut aus. Ich hatte Druck. Und wenn du dich tagtäglich mit Terrorismus auseinandersetzen musst, mit der Rolle der Frau, Religionsverständnisse hinterfragen musst, Identitäten, dann wirst du natürlich zur Zielscheibe gemacht. Dann wirst du angegriffen auf eine hässliche Art und Weise. Und dann musst du eine Teflon-Mentalität entwickeln. Und das habe ich gemacht. An mir ist alles abgeperlt. An mir musste alles abperlen, damit ich weiter funktionieren kann. Aber ich bin Gefahr gelaufen, insbesondere als Frau, dass ich sozusagen meine Weichheit und Sensibilität und Weiblichkeit, die habe ich nicht mehr so richtig zugelassen. Und die Zeiten sind zum Glück vorbei. Also ich habe mir Hilfe geholt. Ich habe es alleine nicht geschafft. Ich habe mir Hilfe geholt und deswegen, weil ich ein Vorbild sein wollte, auch für meine Geschwister. Das ist kein einfacher Weg gewesen, auf gar keinen Fall. Aber für mich ist auch klar, wenn es denn dann vorbei wäre und wir werden ja alle irgendwann sterben, dann kann ich wenigstens sagen, dass ich gelebt habe. Und wenn ich meine Mutter mit solchen Aussagen konfrontiere, wird sie wütend, weil sie sagt dann, ja, aber ich bin deine Mutter und das ist ja schön und gut, wie du das jetzt so für dich entschieden hast, aber es ist sehr egoistisch. Und ich kann mich erinnern, dass ich mal manchmal nach Hause gefahren bin und eigentlich dachte, ich bekomme jetzt Wertschätzung und dann bin ich angegriffen worden. Von meiner eigenen Familie werde ich immer wieder daran erinnert, dass das richtig und wichtig ist, was ich da mache, aber dass ich mich selber dabei nicht vergessen darf. Und wenn wir über Ängste reden, dann gibt es ja noch so eine andere Angst, die Angst vor sich selber und vor den Bedürfnissen in dir. Ich komme aus einer kollektiven Gesellschaft, wo Bedürfnisse keine so große Rolle gespielt haben. Also auch als wir aufgewachsen sind, sind wir nicht erzogen worden mit, was hat denn das Kind? Was wünscht es sich denn? Sondern, kannst du die Kartoffeln schälen? Und das Kind hat Hunger. Mach die Milch heiß und geh die Kleinen wickeln. Also Bedürfnisse haben eine untergeordnete Rolle gespielt. Wir Kinder mussten funktionieren, das sage ich jetzt mal so ganz klar. Also hart, aber herzlich, so eine Mischung. Und im Moment ist so ein Moment, ich finde, ein ganz besonderer Moment, wo ich auch gemeinsam mit dem Team in eine Kraft komme, wie ich alleine nie kommen konnte. Denn es hat sich was maßgeblich verändert. Früher war ich alleine, heute sind wir viele. Wir sind viele. Ich habe ein tolles Team um mich herum von Mitarbeitern, Wegbegleitern, Wegbereitern, die mich unterstützen bei dem, was ich mache. Und es ist ein Wir entstanden. Und das Wir gibt mir die Möglichkeit, einen Tag für Menschenrechte zu kämpfen und am nächsten Tag einkaufen zu gehen. Und das ist auch okay. Das Verrückte in dieser Situation finde ich nach wie vor diesen Moment, den du immer wieder beschreibst, als ich hatte die Wahl zwischen wegschauen oder hingehen, hinfliegen und mich letztendlich allem auszusetzen. In aller Dramatik. Und ihr habt euch, du hast dich fürs Hinschauen entschieden. Das ist ganz interessant, weil vor wenigen Tagen wurde mein zweiter Dokumentarfilm Gian im deutschen Fernsehen erst ausgestrahlt. Und ich habe ihn mir alleine zu Hause angeguckt. Und das hat sehr viel bei mir ausgelöst. Ich habe das auf einmal mit einer ganz anderen Distanz betrachten können. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, wie ich mich trauen konnte,
Also ich habe sozusagen, während ich diesen Film gesehen habe, habe ich sowas wie Angst entwickelt, weil ich einfach wieder gespürt habe, was das eigentlich bedeutet hat. Und das Gefühl damals, was überwogen hat und was in mir sozusagen auch den Entschluss hat reifen lassen, dass ich in den Irak fliegen muss, war, dass es ein Gefühl gab, was stärker war als die Angst. Und das ist ja mittlerweile ein Mantra. Also für mich ganz persönlich, aber auch eins, was ich teilbar gemacht habe. Und das Gefühl, was stärker war als die Angst, war die Wut und der Frust darüber, dass sich niemand für einen Teil in dieser Welt interessiert, der von einem Völkermord betroffen ist, weil diese Menschen keine Lobby haben. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass wenn wir etwas haben, woran wir ganz tief glauben, von dem wir überzeugt sind, für das wir einstehen und für das wir kämpfen, dass es nichts gibt, was sich uns da in den Weg stellen kann. Und dieser Krieg ist nicht so weit weg, wie wir denken. Dieser Krieg ist dezentral organisiert. Dieser Terrorismus, wo die Jesiden als Religionsgruppe zur ersten Zielscheibe gemacht worden sind, sie sind nicht die Letzten. Sondern diese Ideologie, die dahinter steht, die ist eine Gefahr, die wir weltweit haben. Daraus speist auch der Täter in Frankreich, der den Lehrer enthauptet. Enthauptungen in Europa, ja? Das ist etwas, was wir vom IS kennen. Das heißt, wir müssen erkennen, dass es keine Probleme da hinten gibt, die nichts mehr mit uns zu tun haben. Die Insel der Seligen, die gibt es nicht mehr. Das hat uns die Pandemie ja auch vorgelegt. Und das haben wir sozusagen auch in allen anderen Bereichen. Und die Vorstellung, dass Völkermörder in Europa frei rumrennen, ist doch eine schreckliche Vorstellung. Und zwar nicht nur für Frauen aus IS-Gefangenschaft, sondern für eine ganze Gesellschaft. Dass das plötzlich in Europa vor unsere Füße fällt, hat was damit zu tun, dass diese Menschen sich natürlich auch auf den Weg machen. Und es geht darum, dass wir diese Probleme auch benennen, im eigenen Interesse, damit wir auf der anderen Seite nicht Gefahr laufen, dass sie von den falschen Leuten besetzt werden. Und ich sage immer, gerade, das ist jetzt nochmal wichtig vielleicht, weil damit daraus auch keine Verallgemeinerung entsteht. Wir reden von Millionen von Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Wir sind inzwischen eine pluralisierte Gesellschaft, ethnisch, kulturell, religiös, wo der Großteil sich auch in Recht und Ordnung hält. Und diese Mörderbanden und Menschen, die im Namen eines falsch ausgelegten Religionsverständnisses sowas begehen, machen das nicht im Namen der Mehrheit und sind natürlich die größte Schande auch für Angehörige der Religionsgruppe selber. Das möchte ich nochmal betonen. Du hast immer das berühmte 11. Gebot genannt, was ich bei unserem ersten Kennenlernen schon so wichtig fand. Denn auch da haben wir immer wieder, auch wir haben ja die Möglichkeit, hinzuschauen oder wegzugucken. Und die Frage, was machen wir daraus? Dein 11. Gebot ist, du sollst nicht vergessen. Und dieses Jahr ist auch ein Jahr, wo wir, glaube ich, auf bestimmte Themen noch mal dezidierter hingeschaut haben. Also wie unter so ein Brennglas, wie unter so eine Lupe. Ich glaube, Themen haben sich verdichtet. Ins Gute wie ins Böse. Es ist ja interessant, was in Krisen plötzlich alles möglich ist, ne? Und deswegen, das hat ja einen Grund, dass auch im chinesischen Krise auch Chance bedeutet. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir festgestellt haben, dass wir diese Krise sofort angenommen haben. Also wir haben uns davon nicht erdrücken lassen und nicht ins Kissen zurückdrücken lassen, was ja passieren kann. Und natürlich hat man unterschiedliche Tage. Aber für mich war die Tat immer das treibende Element, auch als Gegengift. Als Gegengift der Ohnmacht ja, und des Reinsteigerns. Und natürlich geht es ganz viel um Angst. Und die Frage ist natürlich, wie wir Ängsten begegnen. Also auch die Angst vor der Angst. Faktisch ist es natürlich so, dass wir eine Pandemie haben, eine weltweite, die wir bekämpfen müssen. Aber es ist ja auch interessant zu sehen, was es psychisch bei uns auslöst. Und wir hatten natürlich auch die Herausforderung im Irak in unseren Frauenhäusern. Aber auch da möchte ich ein Beispiel nennen. Die Frauen aus IS-Gefangenschaft, die selber vulnerable sind, haben sich hingestellt und die haben ja Nähkurse bekommen und haben Masken produziert. 5000 Masken zu einer Zeit, wo wir hier alle noch in unserem Schmerz ertrunken sind und damit beschäftigt waren, was hier eigentlich gerade passiert. Und da sehe ich auch einen großen Unterschied zwischen individualisierten Gesellschaften und kollektiven Gesellschaften. Denn da war sozusagen auch die Corona-Pandemie eine Unsicherheit von ganz vielen Faktoren, die unsicher sind. Ja, und das kam dann sozusagen noch erschwerend hinzu. Aber es hat die Leute nicht ohnmächtig gemacht, sondern sie sind ins Handeln gegangen. Trotzdem täuscht das natürlich nicht darüber hinweg, dass die Grundsituation und auch die Grundversorgung nicht vergleichbar ist, auch mit uns in Europa. Und deswegen gucke ich natürlich auch noch mal mit einer anderen Brille auch auf mein Europa und auf mein Deutschland
und versuche auch immer wieder, die Probleme, die wir haben, ins Verhältnis zu rücken. Also zum Beispiel gestern war wieder so ein Montagsblues, auch nach den Maßnahmen am Wochenende, wo natürlich auch viele das Gefühl hatten, nee, heute will ich nicht. Ich kann auch nicht mehr. Ich habe auch keine Kraft mehr. Und egal, wie viel Power ich habe, jetzt ist auch mal gut. Ja? Mhm. Das Gefühl kennen wir gerade alle. Wir spüren das auch. Und gerade dann finde ich es wichtig, sich daran zu erinnern, wie es anderen Menschen geht. Und ich glaube, es gibt kein Land dieser Welt, oder ich bin davon überzeugt, wo ich lieber leben würde als hier. Die Tatsache, dass meine Mama dieselbe Gesundheitsversorgung bekommt wie ein Spitzenpolitiker in diesem Land, zeigt mir, dass wir hier auch sehr, sehr viel richtig machen. Und es geht mir nicht darum zu sagen, wir jammern auf hohem Niveau, hier sterben Menschen. Und trotzdem sage ich, wir müssen uns jetzt ein Stück weit zurücknehmen, auch wenn wir Freiheitstiere sind, auch wenn wir verwöhnt sind, und überlegen, was wir für das Gemeinwohl leisten können. Und das ist das, was wir tagtäglich auch versuchen vorzuleben, mal besser, mal schlechter. Es geht auch nicht darum, mit einem moralischen Zeigefinger irgendwie darauf hinzuwirken, was richtig, was falsch ist. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber es ist sozusagen eine Formel, die wir für uns entdeckt haben. Und die machen wir gerne teilbar, wenn es gewünscht ist und wenn nicht, dann eben nicht. Und es ist vielleicht gerade diese Erfahrung, dass ihr nicht in der Ohnmacht stecken bleibt, sondern aus der Ohnmacht heraus in ein Handeln kommt. Ich finde, das ist in diesem Film ja auch noch mal sehr, sehr berührend deutlich geworden. Ihr kehrt ja zurück mit einer Frau und konfrontiert sie noch mal mit dem schlimmsten Trauma ihres Lebens. Mhm. Fahrt in das Herz der Finsternis. Shingal. Vom IS befreit, aber noch nicht sicher. Wir begleiten Nejla Mato. Ein Jahr lang war sie Sklavin der selbsternannten Gotteskrieger. Zum ersten Mal sieht sie ihre verwüstete Heimat wieder. Mama, Mama, wo bist du? Oh, 43 Familienmitglieder hat Nejla verloren. Jetzt ist sie vollweise. Diese wunderbare Frau kreiert sich eine Mission. Mhm. Sie sagt, die Welt muss davon erfahren. Mhm. Und diese Wandlung von etwas ganz Schreckliches passiert, aber ich gehe nicht unter, sondern letztendlich sammle ich meine Kräfte und gehe weiter mit etwas anderem, weil ich ein höheres Ziel habe, weil ich nicht nur bei mir bleibe, sondern auch an andere denke, hat was sehr, sehr Kraftvolles, finde ich. Und ich glaube auch was sehr Universelles. Und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass es ihre persönliche Entscheidung war, von der sie nicht mehr abzubringen war. Und ich habe sie auf diesem Weg begleitet. Mhm. Aber den Weg ist sie gegangen. Mhm. Und ehrlicherweise ist sie auch vorgegangen. Und das ist sozusagen auch der Mut der Verzweiflung. Mhm. Das habe ich häufiger erlebt bei den Frauen, die in die IS-Gefangenschaft waren. Da ist ja was Interessantes passiert. Das kann man nicht verallgemeinern. Aber bei vielen ist es so, dass die Angst, also diese Urangst sich verändert hat. Und zwar dahingehend, dass viele sagen, dass ich das, was mir passiert ist, überlebt habe. Also körperlich, aber auch psychisch. Das gibt mir die Power. Das gibt mir die Kraft, auch weiterzumachen. Und sie sagt ja, wenn ich überlebt habe, dann muss das auch einen Sinn haben. Und das war eigentlich auch immer der Punkt, auf den wir uns konzentriert haben, ohne eine gefährliche Gleichmacherei zu betreiben. Denn ich glaube, auch gesehen zu werden, heißt auch Verantwortung zu übernehmen. Und zwar nicht für sich selber, sondern für andere. Und es gibt einen Großteil in dieser Gesellschaft, der sich nicht nur abgehängt fühlt, sondern de facto abgehängt ist. Und der gar nicht mehr wahrgenommen wird und gesehen wird. Wir sehen eine Bildungsungerechtigkeit, wir sehen eine mangelnde Chancengleichheit. Wir sehen, dass es ein großer Unterschied ist, aus was für sozialen Verhältnissen du kommst. Was schon bei der Frage beginnt, wenn du 8 Kinder zu Hause hast und nur ein Tablet, dann wird die Frage natürlich auch um Schulaufgaben schwer. Wenn die Eltern dann noch bildungsfern sind und keine Muttersprachler, dann haben wir den Salat. Wenn das dann über Monate geht, dann wird es auch gefährlich.
auch für diese Menschen verstehen wir uns als Fürsprecher. Und da geht es gar nicht darum, dass die eine Zuwanderungsgeschichte haben. Das kann auch jemand sein ohne Zuwanderungsgeschichte. Das sind ganz klassische Arbeiterfamilien beispielsweise. Also es gibt einen Großteil in dieser Gesellschaft, der sich wirklich nicht repräsentiert fühlt. Und da glaube ich, dass wir diese Diskutier- und Debattierräume doch durchaus auch eröffnen müssen weiter. Und dass wir diesen diskursiven, guten Streit auch sozusagen führen müssen. Dass wir keine Harmoniesoße über alles gießen dürfen und Gleichmacherei betreiben, sondern dass wir die Dinge auch aussprechen sollten. Das sage ich deswegen, weil ich glaube, dass halt auch die Hassprediger, die von rassistisch rechter Seite kommen, fälschlicherweise profitieren von Dingen, wo wir als Gesellschaft viel mutiger sein könnten. Denn es gibt bestimmte Herausforderungen, die muss ich mir nicht erklären lassen von jemandem, der sozusagen ein völkisch-ideologisches Weltbild hat. Sondern die können wir selber ansprechen, ohne Gefahr zu laufen, dass wir Verallgemeinerungen betreiben oder dass wir alles über einen Kamm scheren. Aber wir haben eine Menge Herausforderungen. Du hast es gerade beschrieben mit dem Brennglas. Da gibt es einiges. Ja? Ob das jetzt im Bildungswesen ist, ob das im Bereich Digitalisierung ist, ob das im Bereich Zuwanderung ist. Wenn wir in Nicht-Krisenzeiten, sage ich mal, diesen weltoffenen Patriotismus, wie ich ihn nenne, des German Dreams, nicht etabliert haben, dann ist es ja jetzt noch schwieriger. Warum fällt uns Mut so schwer als Mensch? Was hindert uns daran? Wir könnten doch sagen, in diesem Land mit allen Möglichkeiten, wir haben sie ja auch genutzt, wir sind beschenkt wie nur etwas. Mhm. Und dann erlebe ich Frauen, dann erlebe ich Opfer des IS, die unter Umständen mutig waren, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Mhm. Warum sind wir auch zu satt? Und natürlich auch nicht vorstellen willst. Natürlich sind wir zu satt. Und Mut ist ja ein Muskel, der sozusagen dann in Erscheinung tritt, wenn er gefordert ist, wenn er sozusagen in den Einsatz kommen muss. Und solange das nicht der Fall ist, so ist der Mensch, will man das natürlich auch vermeiden. Was dann aber passiert, und da muss ich immer an Heiner Müller denken, der das mal an diesem Beispiel des Froschs erklärt hat, den man in lauwarmes Wasser packt und der dann verelendet, ohne gemerkt zu haben, dass er gerade stirbt. Und am Ende des Tages geht es nur darum, lebst du oder wirst du gelebt? Und da sehe ich so ein bisschen diesen Unterschied, dass Mut, Resilienz sozusagen auch herausgefordert und gechallenged werden muss. Und wenn ich jetzt sozusagen auch an die kleine Düsen denke, ich komme, wie gesagt, aus einem bildungsfernen Elternhaus. Meine Mutter hat nie lesen und schreiben gelernt. Mein Vater hat nur die 4. Klasse besucht. Bei uns wurde kein Deutsch gesprochen. Es gab denkbar viele Momente, wo es hätte schieflaufen können. Warum es geklappt hat, hat viel mit der Solidargemeinschaft um mich herum zu tun. Ich bin mit Freundinnen und Schülern und Schülerinnen aufgewachsen, die aus besten Verhältnissen kamen. Ja, das waren Kinder von Intendanten, von Politikern, von Journalisten. Und natürlich habe ich nachts manchmal im Bett gelegen und habe gedacht, hätte ich irgendwie auch gerne. Oh, haben die es gut? Ja? Und dann suhlt man in seinem Selbstmitleid, wie man das so kennt als Teenagerin. Heute bin ich so dankbar für diesen steinigen Weg, den ich gehen musste. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass diejenigen, die einen längeren Weg haben, um nach oben zu kommen, viel mehr profitieren von ihrem Mut- und Resilienzmuskel. Und dass derjenige, der mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden ist, der hat einen Nachteil heutzutage. Mhm. Der hat einen Nachteil, weil da ist die Resilienz nicht so gechallenged worden wie beispielsweise bei Menschen, wo es sozial schwieriger war. Oder ich sag mal, von der 8. in die 9. Etage schafft jeder, aber aus dem Keller nach oben, das ist ein Problem. Ja? Mhm. Und dass das immer noch außergewöhnlich ist, auch unsere Biografien, merke ich persönlich daran, dass die Bereiche, in die wir vordringen, dass wir sozusagen mit unserer Sozialisation oft die Ersten sind in diesen Bereichen. Mhm. Aber wir dürfen nicht die Letzten sein. Und deswegen glaube ich, und das sage ich ja auch immer, diese Krise macht ehrlich. Und das sage ich immer, Krise macht ehrlich, Krieg macht auch ehrlich. Dann muss man hingucken. Und das, was wir da sehen, gefällt uns oder gefällt uns nicht. Und das kennen wir alle voneinander in den letzten Monaten. Wir haben auch viele Entscheidungen getroffen, in einer Art und Weise, wie das vielleicht vorher nicht möglich war. Und wo wir sehr viel verdrängt haben. Nein, aber jetzt haben wir uns gekümmert. Wir haben uns auseinandergesetzt mit Themen, die vermeintlich unwichtig waren. Die werden plötzlich ganz zentral. Und Themen, die so bedeutungsschwer waren, die spielen plötzlich gar keine Rolle mehr. Ich finde es auch ganz interessant in meinem Umfeld, dass es bestimmte Menschen gab, die so an Wert dazugewonnen haben, weil ich noch mal anders kennenlernen durfte. Und ich muss zugeben, es gab auch so ein paar enttäuschende Geschichten, wo ich gemerkt habe, nee, will ich nicht. Und dann mit gutem Gewissen Nein sagen. Das habe ich auch gelernt in den letzten Monaten. Und mehr Ja zu sagen zu mir selber. Das heißt, das, was wirklich wichtig ist, hat einen anderen Fokus bekommen. Absolut. Und das ist ja auch so ein bisschen etwas, was sich wie ein roter Faden durch all unsere Projekte zieht. Wir hatten letzte Woche eine Veranstaltung, Hört die Zeugen, mit einer Shoah-Überlebenden beispielsweise. Ich habe sie mit
erleben dürfen. Okay. Und da war es zum Beispiel auch so, dass mir noch mal ganz wichtig war, auch zu betonen, dass du über bestimmte Themen nicht aus Büchern lernen kannst. Sondern das musst du einfach erlebt haben. Und da musst du so ein bisschen auch in deine eigenen Erfahrungswerte greifen oder Augenzeugen zu Wort kommen lassen. Also die Frage ist ja auch immer, was bedeutet eigentlich Bildung? Ja? Und wie vermitteln wir die? Und was vermitteln wir in Zukunft? Also Stichwort interkulturelle Kompetenz, Street Credibility, Solidarität, Empathie. Ja? Also ich meine, wir sind ja mit der Bildungsinitiative German Dream, sowohl in Gymnasien als auch in Hauptschulen. Und ich wage mal ein Fragezeichen dahinter zu machen, wo die Empathie ausgeprägter ist. Also meine Erfahrungswerte, meine persönlichen war, dass die in der Hauptschule ausgeprägter waren. Warum? Na, weil die sich anders auf sich verlassen müssen. Ja? Und weil die das auch lernen mussten. Und weil die oft auch aus Großfamilien kommen. Und weil sich nicht nur um sich selbst gekreist wird. Und weil sie natürlich auch sich ganz anders verteidigen müssen. Weil sie auch mit dem Stigmata, ich bin Hauptschüler, also bin ich dumm, sozusagen auseinandersetzen müssen. Und das sind Aussagen von Lehrern, das sind nicht meine Aussagen. Ja? Das ist der steinige Weg, von dem du gesprochen hast. Genau, das ist der steinige Weg. Und ich finde, dass wir da auch so einen Mindchange brauchen, auch in dieser Gesellschaft. Also wie viele Diamanten, wie viele ungeschliffene Rohdiamanten verlieren wir, weil wir die falsch bewerten? Ja, und ich meine, das kann man ganz oben, aber auch ganz unten. Also das kann man sozusagen im Bewerbungsverfahren fürs Auswärtige Amt, wenn man Diplomat werden will und dieses Auswahlverfahren sich aufs deutsche Bildungsbürgertum konzentriert, sodass natürlich die Durchfallquote hoch ist, wenn du nicht diesen Background hast. Und da glaube ich schon, dass es da auch eine Gleichberechtigung braucht. Nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern dass es da ganz viele Aspekte braucht, wo wir strukturelles Gleichgewicht herstellen müssen. Und bei uns ist es so, wir theoretisieren das dann nicht, sondern wir leben das halt vor. Ja, wir stehen halt morgens auf und gehen da halt rein. Wir gehen da halt rein und leben eigentlich diesen selbstverständlichen Way of Einwanderungsgesellschaft vor. Wir sind da, wir bleiben und wir wollen was. Gemeinsam. Was wünschst du dir fürs nächste Jahr? Gesundheit natürlich. Vor allem, was die älteren Menschen um uns herum angeht und auch die Familienangehörigen. Und ich wünsche mir natürlich, ich bin ja auch, ich kann keine Wünsche äußern, die nicht gesellschaftspolitisch sind. Also ich wünsche mir viel privat, aber ich wünsche mir natürlich auch für Deutschland eine Menge. Ich wünsche mir, dass wir das Potenzial, was wir haben, dass wir das erkennen, sinnstiftend einsetzen. Ich wünsche mir eine mutige Gesellschaft. Und das ist ja auch nochmal so ein Aspekt, wo ich eben sage, nichts ist selbstverständlich, auch das Leben in Freiheit nicht, das wir hier tagtäglich erleben dürfen. Ich bin total dankbar für deinen Besuch, liebe Düzen. Ich bin so dankbar für das, was du mit uns teilst, den Mut, den du versprühst, die Hoffnung, die du anzündest. Und das Deutschsein hat mit dir nochmal eine ganz neue Facette bekommen. Ich danke dir von Herzen für deinen Besuch hier und ich wünsche dir und euch und all euren Projekten das Beste überhaupt. Danke für deine wunderschönen Fragen und schön, dass ich dabei sein durfte.